So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. 13 heute deutscher Pokal, Viertelfinale gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir haben Aufstellung schon gemacht, können jetzt gemütlich reinspringen ins Spiel. Heute mal wieder in Lilla gegen Rot. Augsburg gegen Bremen steht heute auch noch an. Schauen wir uns an. Die spielen mit Sibyl Dick, Tore schon, Simonek, Jessen, Jessen, David, oh, Booker David aus Bioshock, Bodysuk, Amri, Derstroff, Baum, Johann und Idrisu. Wir ganz normal, wie eh und je, gewohnte Aufstellung. Heber, Goldlevel, Latten-Challenge, versuche die Latte mit einem Heber, indem du B drückst. Jetzt bei mir schießen. Achso, ich habe immer die falsche Taste gedrückt, fällt mir gerade auf. Geile Scheiße. Nein, das war knapp. Also bitte. Nein. Was soll die Schöne. Komm, und ein. Nein. Nicht. Der war gut. Der war richtig gut. Sag mal, warum ist denn der immer so brutal arg? Entweder geht er so knapp drunter oder eben knapp drüber. Ja, 6000 Punkte. Das machen wir nochmal neu. Geht doch. Da habe ich jetzt ein bisschen lang gedrückt. Im Ernst? Das ist eine richtige Scheiß-Challenge. Das kann nicht sein, Leute. Beim besten Willen nicht. Ist doch einfach nur Glück, oder? Wenn du da triffst. Yes. Komm jetzt, treffen. Welchen Sinn hat es eigentlich? Nur mal so am Rande. Ich meine, ich soll ja das Tor treffen und nicht die Latte. Yes. Huiuiuiuiui. Jetzt hat aber. Es wäre jetzt zu cool, wenn er jetzt halt hingesprungen wäre. Oh Gott, ich hab voll verzogen. Ich treffe nicht mal das Tor. Ich weiß nicht, wie man das von der Distanz noch schaffen soll. Dumm, dumm. Dum.
Schau, wenn ich laufe, dann kann ich schon fast voll schießen. Aber gut. Ja, das war nichts, aber 24.000 Punkte, das reicht, um das Hebergold-Level zu schaffen. Sehr schön. Pokal steht an. Wir müssen gewinnen, Leute. Da kommt immer die Durchsage, ja, erste FC Kaiserslautern in den roten Trikots und dann kommt nichts mehr. Aber wir werden einfach gar nicht vorgestellt. Gut, das wird sich wahrscheinlich ein wenig komisch anhören, wenn FC Flashy ausgesprochen wird von so einer Computerstimme. Aber gut. Scheiße, ich habe Flashy gar nicht als Kapitän. Ach doch, Flashy ist noch Kapitän, weil im letzten Spiel war Bernd Kapitän. Gleiche Position, wird einfach nur getauscht. Sehr schön, haben wir Glück gehabt. Ich stoße mit euch an auf unsere Spieler. Ein leckeres Speedstar. So was Feines. Borochowski ist der Schiri Alexei aus Ruslaya. Und wir spielen in der Nacht Viertelfinale. Da geht was. Da geht was. Ich hoffe das Beste. Ich hoffe das Beste. Wir werden heute wieder Manndeckung anwenden. Vorausgesetzt, das geht. So, die spielen mit 4-2-3-1. Sippel im Tor und im Sturm Baumjohann und Idrissou. Die zwei soll man definitiv decken. Ja, bei uns, da können sie gar nichts gegen ausrichten. 4-1-2-1-2. Dies ist... Bam, bam, bam. Das Beste, was geht. Ne, selbstverständlich nicht. Ist halt für unsere Mannschaft meiner Meinung nach das Beste. Wir kommen gut mit, gut klar damit. Cruz im Tor, obwohl er den Verein verlassen soll, aber ich denke mal, das wird nichts. Und schöner Ball. Defensiv und dann Team Managmann. Manndeckung. Gehen wir erstmal so. So. Dann gehen wir auch noch individuelle Taktiken. Ach, das ist schon als Abseitsfalle eingestellt. Gefällt mir. Dann drückt uns die Daumen, gutes Spiel, los geht's. Na super. Schönes Ding. Und da ist es 1-0. Cesar in der 7. Minute. Klasse Ding. Borchert mit der Vorlage. Und dann nicht angegriffen. Und dann ist das Ding halt mal drinnen. Eigentlich solltest du auf Flashy den Laufpass spielen. Aber okay. Ich weiß nicht, wie ich gegen zwei Männer mit einem Trick ankommen soll. Baumjohann gegen Pac-Man. Pac-Man verliert.
Jetzt aber, gell? Ball weg. Verdammt. Was war das? Ach komm. Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Der ist doch in mich reingerannt und gestolpert und dann krieg ich gelb. Also bitte. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Ist doch schon wieder das. Schön, Daxter. Hätte ja klappen können. Gott sei Dank, was läufst du da hinten herum? Versuch was wert. Daxter war total frei. Das mit den blöden Fehlpässen immer. Sehr gut, sehr gut. Verteidigt. Schön. Nein, jetzt bin ich auf den jetzt aus. Ne, bin ich nicht. Hä? Scheinbar doch. Ich glaube, die wusste jetzt auch nicht so ganz, was los ist. Mario! Nee, nee, nee. Tja. Ja, ich habe ein Tor geschossen. Yum! 40. Minute, Flashy. Zum 2:0. Die Fans von Kaiserslautern haben gesungen, schieß dein Tor, schieß dein Tor. Dann machen wir das. Wenn die das wollen, machen wir das halt. Dann sind wir relativ schmerzfrei, muss man mal dazu sagen. Boah, hat wieder mit der Vorlage heute auf Flashy, wieder gleiche Position. Erbärmlicher Schuss, Torwart. Nichts gesehen wahrscheinlich. Ah, schade. Zun ist nicht schnell genug. Der läuft so leichtfüßig beim Rückwärtsgehen immer. Das sieht total geil aus. Oh, Schiri im Weg. Puh. So, dann machen wir halt einmal hier Mittag. Doch noch nicht. Knappes Ding, knappes Ding. Ich hätte wohl eher auf die lange Ecke zielen sollen.
So habe ich ihn dann vielleicht doch noch ein wenig verzogen, aber naja. Scheiße, jetzt bin ich zu weit nach hinten gekommen. Dass der Angriff sozusagen abgeblasen wurde. So, Augsburg liegt 0 zu 2 gegen Bremen hinten. Aufstellung möchte ich so belassen. Bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Bei Czernik muss ich halt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da noch eine Foul oder sowas passiert. Gehst du jetzt rein? Mann! Oh Gott, Zunis. Nächstes Mal saufen wir nicht am Freitag. Komm, Fläschi, geh. Du bist doch schnell. Der Ball, der will nimmer nein. Borchardt, du gibst nicht auf, gell? Das wissen wir. Wir verschärfen mal das Tempo, gehen wir mal auf Offensiv. Na, voll verzogen. Schade, César, gutes Ding. Wenig arg verzogen. Es soll nicht sein, Leute, es soll noch nicht sein. Bei sowas muss auch der Defensive mal rauskommen. Genau, Daxter. Schön gemacht. Schönes Ding. Geht eins aus. Nee, geht dann nicht. Aber Treutwein, glaube ich, war's. Oder? Oh nein. Gut. Schön, dass hier eigentlich... Nein! Habe ich ein bisschen zu arg gedrückt. Ich habe gedacht, komm, umso stärker, umso schneller wird er, aber umso stärker, umso weiter geht er ja dann auch, dummerweise. Nein, oder? Es war so klar! Treutwein irgendwie hingefallen und dann, ja, daneben geschächt. Shit. Ach ja, komm. Wir hätten das Spiel schon lange entscheiden müssen. Drei zu null Werder.
Schau, die merken jetzt, dass jetzt wieder was geht. Jetzt drücken sie und drücken sie. Yes! Was ein geiles Ding, mitten Ei. Bochert, schön, 3 zu 1. Und jetzt sollte es dann doch durch sein. Nju. Würde mich jetzt echt mal interessieren, wo der reinging. Der war ja direkt neben dem Torwart. Aber okay. Die gehen dann rein, die schönsten Schüsse nicht, aber ja. So ist es halt. Gut, Borcher, deutscher Pokal, 5 Tore schon. Komm, warum kommt denn da keiner? Bam! Borcher zum 4 zu 1. Janik, ich habe eigentlich gedacht, weil die alle einen Armkoben haben, dass es abseits war, aber es hat auch verdammt danach ausgeschaut. Deswegen habe ich nicht so arg abgezogen, habe ich einfach nur kurz noch angetippt. Aber passt, 4 zu 1. Was soll man mehr? Schöner Pass. Warum fallen unsere Leute heute jetzt plötzlich die ganze Zeit hin? Das machen sie doch sonst auch nicht. Boah, der uns weggeräumt. Alt. Oh, der ist, hast du es gesehen? Habt ihr es gesehen? Schau, wie der reingeflogen kam. Bam! Voll die Füße weggezogen. Nein, 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 nein. Ich habe wieder nicht aufpasst. Ball raus. Schau mal, sowas hält er dann wieder. Yes, Leute, wir sind weiter im Pokal, schön. Bochert, Bochert, Flashy, Cesar. Schönes Ding. Und Idrissou hat natürlich auch nochmal mitgemischt. Zum 2 zu 1 hat er dann verkürzt und dann haben wir nochmal ein wenig aufgedreht. Und schau, wisst ihr, haben sie keine Chance mehr. Gutes Spiel, ja, da könnt ihr auch ruhig die Köpfe gesenkt lassen. Ihr wart ja auch schlecht, vor allem du da hinten drin. Ne, der war nicht saugut, finde ich. Ihr Bochert... 9,8. Geiles Ding. Schön. So. Wir gewinnen 4 zu 1. Bremen gewinnt 3 zu 0. Und die da drüben spielen noch. Herr Fleschi, der Verkauf an Cruz an Boris ist nach Beilegung der persönlichen Differenzen in trockenen Tüchern. Die Ablöse läuft auf 8,5. Ah, du bist... Das ist so ein Scheißdrecksspiel. Ohne Witz. Sorry, Leute. Cruz, einfach verkauft! Das kann doch nicht sein, oder? Also sowas kann nicht angehen. Die können nicht einfach einen Spieler verkaufen.
Treutern meinte, es sei eine reine Freude, mit Flashy zu arbeiten. Es macht riesigen Spaß, für diesen Club zu spielen und für einen Trainer, der Vertrauen in meine Fähigkeit hat und mich regelmäßig aufstellen, sagte er. Es wäre sehr schwierig für mich, nur auf der Bank zu sitzen und den Jungs zuzusehen. Ich hoffe, es läuft weiter so gut für mich, lachte er. Ich muss einfach meine gute Form halten und darauf vertrauen, dass der Trainer auf mich baut, mache ich. Gruß gegen den Wunsch von Flashy verkauft. Ich könnte kotzen, Leute. Es tut mir so leid, wirklich. Ich kann nichts dafür, ihr habt ja alles mitbekommen. Es gibt eine erstaunliche neue Entwicklung in der Geschichte um Cruzy Spieler. Der Spieler scheint gegen den Willen von Flashy für 8,5 Millionen bei Borussia Dortmund unter Vertrag genommen zu sein. Trotz des gestellten Ultimatums bezüglich des Verkaufs des Spielers hatte der Manager und der Verein daraufhin die Sache selbst in die Hand genommen und verkaufte den Spieler ohne das Wissen des Trainers. Wie sich dies auf die Position von Flashy in der Hierarchie des Vereins auswirkt, kennen wird, bleibt abzuwarten. Doch vorerst steht er ohne seinen Star da und muss sein Team nach der hektischen Woche zusammenhalten. Treutwein, hallo Trainer, ich bin froh, dass Sie mir vertrauen. Vielen Dank, dass Sie mich so oft einsetzen. Ja, gerne, Flashy. Danke, dass ich spielen durfte, Trainer. Ich war mir sicher, dass ich heute für unsere Mannschaft etwas erreichen kann. Hast du? Sehr schön. Wir müssen... Nein! Fuck, jetzt sind die letzten Transfers. Letzte Frist. Wir brauchen unbedingt einen Torwart. Position, Torwart, was mindestens 70. Liga beliebig, Spieler, all das, alles egal. Alles wurscht. Rolle Torwart, primäres Attribut. 70 bis 100. Schauen wir einfach mal kurz. Die Suche war zu ungenau und brachte zu viele Ergebnisse. Maximaler Marktwert. Was haben wir als Verfügung? Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Kann, wir gehen jetzt einfach mal auf 20 Millionen. Achso, wenn Casillas nur 12 wert ist, dann können wir da ruhig mal auf 10 gehen. Buffon. Der ist 35. Yeah. Schauen wir halt einmal noch nach Alter. Mindestens gibt's nicht. Maximal. Gehen wir jetzt mal auf 25. Suchen wir halt mal einen Jungen. Joe Hart. Sven Ulreich. Ich möchte jetzt halt nicht unbedingt so hier den Ultra-Torwart eigentlich haben. Wenn wir jetzt suchen wir mal lieber nach einem, genau nach einem 70er. Oder? Nee. Gehen wir mal auf, holen wir uns einfach mal den 75er. Was gibt's jetzt halt hier? Hier. Was ist der Wert? 3,6. Du bist 3,6 wert, wir geben dir 5 Millionen. So. Gehaltsbudget 36.000, wie viel verdient er? Dann schauen wir uns halt noch den an. Betis Sevilla. Wie heißt der? Fabrizio oder so. 2 Millionen, machen wir 4 draus. Dann sollte der ja wohl annehmen. Und spaßeshalber fragen wir mal bei Joe Hart an. Na ne, der kostet wegen auch viel. Wir haben nur noch 3 Millionen. So, dann zurück, weiter.
Ja, wir kriegen halt ein wenig Geld. Ja, meldet euch. Fabrizio begutachtet und akzeptieren ihre Bedingungen. Kaufen. Wollen wir Fabrizio? Oder den Ali Amata? Dann nehmen wir den da. Das Gehalt kriegt er von mir aus. Wie viel haben wir noch zur Verfügung? 20. Dann kriegt er halt 20.000. Ohne Gegentorbonus, 5% Länge. Rolle im Kader. Wichtiger Stammspieler. Ich habe Ihr Vertragsangebot mit meinem Berater geprüft und wird akzeptieren. Den nehmen wir natürlich an. Bestätigen. Jetzt haben wir wenigstens wieder mal einen zweiten Torwart. Gratulation zu Ihrer erfolgreichen Verhandlung mit Ali Amada. Der Spieler ist auf dem Weg. Wenn er den medizinischen Test absolviert hat, steht er fürs Training zur Verfügung. Sie können ihn bereits für das nächste Spiel einplanen. Okay. Dann haben wir das wohl geschafft. Cruise für 8,5 Millionen weg. Das ist ja so eine Scheiße. Es tut mir so leid, mein Freund. Wenn ihr wisst, ob es irgendwo bei dem Creation Center einen Knopf gibt für unverkäuflich machen oder so. Oder dass die sich wohlfühlen, dann müssen wir halt mal so cheaten, ne? FC Fleschimann Fleschi zum Spieler des Monats ernannt. Oh, Dankeschön. Gut, dann simulieren wir jetzt gleich mal weiter. Die FC Fleschi-Fans haben ab sofort noch einen weiteren Grund, sich auf das anstehende Match zu freuen. Den Gerüchten zufolge soll der Neueinkauf heute sein Debüt geben. Ali Yamada kam für eine Summe von bla 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 und galt bisher als bedeutendste Neuverpflichtung. Ja, okay, von mir aus. Ach, wir sind schon so weit. Kader. Wir haben jetzt gerade bis eine schöne 65 und Armada auch. Passt. Möchte aber was anderes machen. So, Grab ist jetzt noch unsere Nummer 1. Wir speichern kurz ab und währenddessen hoffe ich, dass ihr mir nicht sauer seid, dass das jetzt halt so passiert ist. War keine Absicht. War nicht gewollt von mir. Ich hätte es im Leben selber nie gemacht. Aber, naja, ist nun mal so. Ich danke euch nichtsdestotrotz jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.